Lenz nach bitterem Ende einer erfolgreichen Saison. Da müssen sich einige Herren mal zusammensetzen und da irgendeinen anderen Modus oder eine andere Regelung finden. Weil es kann nicht sein, dass in irgendwelchen Staffeln zwei Mannschaften aufsteigen und hier streiten sich zwei, die souverän das Jahr gespielt haben, um einen Platz. Den hätten beinahe die Dynamos ergattert. Zweimal glichen sie einen Rückstand aus. Sevian Christescu in der ersten, Dennis Kosloff in der zweiten Halbzeit. Nichts war zu spüren von den Querelen der vergangenen Wochen. Keine Gehälter, ungedeckte Schecks, die Spieler drohten mit Streik. Ein schriftliches Zugeständnis des Präsidiums vor dem Spiel ließ sie umdenken. Bei mir war es nicht nur mit der Kreuzbrille. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn der Schiri anpfeift, dass jeder jetzt noch mal denkt, da mir fehlen 20.000 Mark oder so. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. An Geld dachte Jürgen Burgs ohnehin nicht. Er hatte ganz andere Sorgen. 2:3 Rückstand durch Ivanovic und ein Mann weniger auf dem Platz. Eine Viertelstunde vor Schluss war die Partie praktisch entschieden. Von da an grenzenloser Jubel bei Magdeburg. Aber auch auf der Gegenseite brachen nun alle Dämme. Wieder einmal machten einige BFC-Fans ihrem negativen Ruf alle Ehre. Aufgeheizte Stimmung und schlechte Stadionabsicherung. Nur mit Glück konnte größeres Unheil verhindert werden. Es ist jedenfalls nicht schön, wenn die Fans schon zu spät kommen, fehlgeleitet werden durch Polizei oder sonst was. Dann kommen sie 18 Busse, weiß ich, 800 Leute auf einmal. So ein kleiner Einjang mit 10 Ordnern. Ja, das hat also keine 30 Sekunden gedauert. Die Polizei war weit und breit überhaupt nicht an den Eingangsbereichen zu sehen. Jetzt sind sie ganz normal durchgelaufen. In der Innenstadt hatten Randalierer bereits vor dem Spiel eine Straßenbahn demoliert. Es kam zu mehreren Festnahmen. Am Morgen hatten sich knapp 1600 BFC-Fans am Sportforum Hohenschönhausen getroffen. Mit Sonderbussen und reichlich Alkohol ging es in Richtung Magdeburg. Wohin aber geht nächste Saison die Reise des BFC? Die Mannschaft steht komplett. Der ganze Kader steht schon, bis auf zwei freie Plätze, die werden noch freilassen. Das entscheidet sich in den nächsten 3-4 Tagen, ob die, da geht es um zwei rumänische Spieler, ob die bleiben oder ob sie auch noch weggekauft werden. Einer von ihnen könnte Sevian Christescu sein. Auch Torjäger Dennis Kosloff sucht das Weite. Für neue Spieler haben wir einen Spielmacher zum Beispiel von Eintracht Braunschweig, Matthias Henze, verpflichtet. Wir haben Suvari von Tennis Borussia geholt, Mike Jesse ist zurückgekommen zum BFC. Also sind noch ein paar interessante österreichische Junioren-Nationalspieler sind dabei. Das ist eine ganz interessante Truppe. Die aber auch Geld sehen will. Der Hauptsponsor jedenfalls wird sein finanzielles Engagement deutlich reduzieren. Wir haben für die nächste Saison einen großen Sponsorenpool, die uns zur Seite stehen werden. Auch die Libro AG wird weiter unser Partner sein und die nächste Saison werden wir abdecken. Wenn die Sponsoren Wort halten, ansonsten droht Chaos und Lizenzentzug, so wie dem ersten FC Magdeburg. Sportlich qualifiziert, finanziell am Boden. Auch der BFC wird aus Geldmangel dessen Platz nicht einnehmen.